Not mine. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren kleinen Video auf meinem beschaulichen Kanal. Und ihr habt es ja schon Titel und Thumbnail entnommen. Ich habe mal wieder ein Mystery-Paket bekommen. Jawohl, meine lieben Freunde. Auch dieses Mal wieder vom lieben Tobi. Tobi, Grüße gehen raus, mein Freund. Vielen lieben Dank. Völlig egal, welche Filme da drin sind. Dankeschön, gell? Und ich mache gar nicht lang rum. Ich zeige euch kurz das Paket und es ist wirklich recht schwer, gell? Oh, schaut, das ist wirklich schwer. Tobi, dankeschön. Danke für dieses tolle Paket, mein Freund, gell? Und ich habe schon aufgeschnitten, aber noch nicht reingeschaut, gell? Weil aufschneiden vor der Kamera, das interessiert mich nicht. Also das überspule ich auch immer bei anderen, gell? Okay, greifen wir rein, gell? Ich nehme an, es wird ein Brief drin sein, gell? So wie ich dich jetzt mittlerweile kenne, Tobi, gell? Und dann lese ich den Brief vor, wenn nichts Privates drin steht. Aber dann, Freunde, wechseln wir die Perspektive, damit wir die Filme auch gescheit sehen können, gell? Okay, aber jetzt erstmal gucken. Ich vermute, es wird ein Brief drin sein. Nee, doch, doch. Oh, da war ich beim Aufschneiden ein bisschen grob. Oh je. Okay, also erstmal gucken, ob nichts Privates drin steht. Nein? Okay, das kann man machen. Also ich lese kurz den Brief vor und dann wechseln wir die Perspektive und dann gibt's das Mystery Unboxing. Hallo Olli, hallo Tobi. Wie angekündigt, das kleine Päckchen für dich. Ich hoffe, du hast Spaß beim Auspacken. Grüße, Tobi. Grüße zurück, mein Freund. Wie gesagt, vielen lieben Dank, egal welche Filme da drin sind, gell? Und entschuldige hier, ich war wohl beim Aufschneiden des Paketes ein bisschen zu tief, gell? Aber man konnte es noch lesen, ja? Tobi, danke. So, und jetzt wechseln wir die Perspektive und starten mit dem Mystery Unboxing. Ich habe festgestellt, wenn es um Filme zeigen geht, also um die Produkte, um die DVDs am Zeigen geht, wenn ich das in einer anderen Perspektive mache, das sieht man einfach besser, dann muss der Fokus nicht rumspinnen, ja, man sieht es in der Art einfach besser und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, deswegen wechseln wir jetzt die Perspektive, damit ihr die Filme auch gescheit sehen könnt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß, ja, mit dem Mystery Unboxing. Okay, liebe Freunde, starten wir mit dem Mystery Unboxing. Ich habe den Karton links von mir in relativer Hüfthöhe, damit ich auch reingreifen kann. Und vertraut mir, meine lieben Freunde, ich habe vorher nicht reingeschaut. Ich werde wie immer blind reingreifen, ja, und einen Film nach dem anderen rausholen. Fangen wir an. Okay, und ich weiß es wirklich nicht, Freunde. Ah, eine Blu-ray. Tobi, dankeschön. Was haben wir denn hier? Ah, das ABC des Todes 2 auf Blu-ray. Tobi, dankeschön. Vielen lieben Dank. Gell? Dankeschön. Danke. Ja, wir machen es besser so. Genau. Und der nächste. Noch eine Blu-ray, das spüre ich schon mittlerweile. Oh, ein Charles Bronson Film. Charles Bronson, ja, Death Wish 2, ein Mann sieht rot 2, gell? Klasse, Tobi, dankeschön. Hier in so einer transparenten, und das Weiß ist auch schön. Tobi, danke. Charles Bronson, ja, seitdem ich Telefon gesehen habe, ich verstehe schon, warum Charles Bronson ein Kultschauspieler ist, also warum der gut ankommt, gell? Klasse. Tobi, dankeschön. Und der nächste. Ja, jetzt haben wir eine DVD, das spüre ich. Fresh Meat.
Killer vs. Cannibals. Sagt mir nichts. Vielen lieben Dank von Cape Light. Herausgegeben. Tobi, Dankeschön. Vielen Dank, mein Freund. Oh ja, ja, das wird wieder eine Komödie sein, gell? So eine Splatter-Komödie nehme ich an. Tobi, Dankeschön. Und der nächste? Ja, ein Schwarzenegger-Film. Ah, oh, True Lies, ja, da spielt ja auch Jamie Lee Curtis mit, gell? True Lies, Dankeschön. Auch ein Klassiker, ja, der Schwarzenegger-Filme. Ist das schon 90er, früher 90er, gell? Ich meine, ja, klasse. James Cameron, ja, dann wird es 90er sein, so ein bisschen, gell? Klasse. Ja, den habe ich auch schon mal gesehen, aber nicht mehr so in Erinnerung, gell? Klasse. Dankeschön, ja, für die Freunde, die auch einmal eine Review wollen, wo es nicht immer nur um Horror geht, gell? Ah, klasse. Tobi, Dankeschön. Vielen Dank. Und der nächste? Ja, gut, für meinen Rücken ist das nicht, wenn ich das hier im Stehen mache, aber wir ziehen es durch. Oh, John Rambo Uncut, Sylvester Stallone. Vielen lieben Dank. Ja, da gehen jetzt mal Grüße raus an den lieben Stefan von dem Kanal Lasst uns über Filme sprechen. Er hat mal ein ausführliches Video über die Rambo-Filme von Stallone gemacht. Da werdet ihr wirklich top informiert, wenn es um diese Filmreihe geht, gell? Schaut mal vorbei beim lieben Stefan, Lasst uns über Filme sprechen. Da findet ihr das Video über die komplette Rambo-Reihe. Richtig klasse. Tobi, Dankeschön. Und auch noch Uncut. Klasse. Rambo, das ist ja, ist das, nee, ich glaube, ist das nicht, das ist der vorletzte bisher, oder? Oder ist das der, wo er da in Mexiko so ein Drogenkartell platt macht? Ich werde es ja sehen. Okay. Tobi, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Klasse. Danke, mein Freund. Ach, einfach herrlich. Tobi, wie immer, danke. Jetzt schon hat sich schon gelohnt, schon klasse. Dankeschön. Und der nächste. Ich hoffe, ich brülle nicht zu laut, gell, weil ich ja jetzt mit meinem Gesicht näher an dem Ding bin. Noch eine Blu-ray. Seance, Beschwörung des Teufels. Dare to Play. Ja, das sagt mir so nichts. Ich habe einen anderen Film, der heißt auch Seance, aber das ist wohl was anderes dann. Klasse, Dankeschön. Ja, meine lieben Freunde, ihr wisst es ja, DVD-Player, ihr wisst es, aber glaubt mir, es kommt die Zeit, da wird bei mir auch der Blu-ray-Player Einzug halten. Gell? Klasse. Vielen lieben Dank. Dankeschön. So, und der nächste. Jetzt haben wir wieder eine DVD. Fatale Begierde. Oh, Ray Liotta, Madeleine Stowe und Kurt Russell. Ja, Kurt Russell geht immer. Also Kurt Russell ist einer von den Schauspielern, wird man nie vergessen. Weil das ist einfach eine coole Socke. Der dreht einfach Filme, wann und wie er Lust hat. Und wenn er mal Filme dreht, dann sind das immer, ja, moderne Klassiker. Also ganz klar. Gell? Gut, ich kenne jetzt nicht alle Filme mit Kurt Russell, aber die ich kenne, die sind alle im Gedächtnis. Gell? Fatale Begierde, da muss ich jetzt ehrlich sagen, der sagt mir nur den Namen nach etwas. Vielleicht fällt es mir ein, wenn ich ihn sehe, um was es da geht. Gell? Ah, Tobi, Mensch, Dankeschön, klasse. Ja, und daran merke ich ja auch, dass das auch gut ankommt, wenn ich mal Filme aus dem Nicht-Horror-Bereich reviewe. Gell? Ah, Dankeschön. Tobi, vielen lieben Dank. Ne? Und wenn es mal hin und wieder spiegelt, hinter mir sind Fenster. Und ich merke jetzt schon, das tut meinem Rücken nicht gut, aber so seht ihr es. Ihr seht es ja so einfach besser, wie wenn ich da sitze und die Filme in einem gewissen Abstand da in die Kamera halte und der Fokus dann immer verschwimmt. Gell? Also, weiter geht's. Oh yeah. Jetzt kommt eine Hardbox oder so. Ah,
Das Waisenhaus. Habe ich auch schon viel von gehört, habe aber auch schon oft gehört, er sei recht langweilig. Aber ich werde mir natürlich mein eigenes Urteil bilden. Limited to this Collector's Edition. Ja, jetzt ist es nicht ganz drauf im Bild. Naja, gut. Dankeschön. Ist das eine Hardbox oder ein Mediabook? Danke. Wir gucken mal kurz rein. Ja, gut. Danke. Alles zu seiner Zeit. Wenn der Film mal reviewed wird, dann wird auch hier das hier ordentlich gezeigt. Tobi, Dankeschön. Und der nächste. Jawohl. Peeping Tom. Ja, habe ich auch schon oft von gehört, gell? Das ist doch, glaube ich, so ein mörderischer Kameramann oder irgendwas, gell? Klasse. Peeping Tom. Vielen lieben Dank hier in diesem wunderschönen, ja, Mini-Media-Book, sage ich jetzt einfach mal, gell? Vielen lieben Dank, Tobi. Dankeschön. Klasse. Danke. Und der nächste. Aua. Oh, da ist noch irgendwas ganz Großes drin. Da ist jetzt gleich noch was ganz Großes drin. Ich glaube, da muss ich dann doch einen Schnitt setzen, um erstmal zu schauen, was es ist, gell? So, und das nächste. Wild Things. Oh, habe ich mal gesehen, meine ich. Ja, genau, da spielt doch Matt Dillon. Ich meine einen Highschool-Lehrer, der des sexuellen Missbrauchs beschuldigt wird, gell? Also die Mädchen hier, die drehen, die hängen ihm das an oder irgendwie so, gell? Klasse. Oh, top. Dankeschön. Klasse. Wild Things. Richtig toll. Tobi, Dankeschön. Und der nächste? Die Augen der Laura Mars. Ja, sagt mir auch nur dem Namen nach etwas, aber Tommy Lee Jones, Faye Dunaway. Oder wird Tommy Lee Jones noch etwas jünger sein, gell? Klasse, die Augen der Laura Mars. Vielen lieben Dank, Tobi, Dankeschön. Klasse, ah Mann. Es ist jetzt schon wieder, was Filmreviews angeht, meine lieben Freunde, wird es auf dem Kanal wirklich niemals mangeln. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Filme ich hier noch habe. Zum Großteil vom lieben Tobi, aber auch vom lieben Chris, da gehen auch Grüße raus. Oder auch vom lieben Steffen, da gehen auch Grüße raus. Oder vom lieben Django 1141 gehen auch Grüße raus. Oder vom lieben Dave von Dave's Movie Place gehen Grüße raus. Vom lieben Sebastian von Wutal Mattis Movie Collection, der hat das allererste Mystery-Paket überhaupt geschickt, gehen Grüße raus. An den lieben Patrick, dem Filmangler, gehen Grüße raus. An den lieben Sascha in Sachen Moto und alle, die mir bisher was geschickt haben. Dankeschön, gell? Habe ich jetzt jemanden vergessen? Es ist auf keinen Fall persönlich gemeint. Es geht an alle, die mir schon etwas geschickt haben, gleichermaßen Grüße raus. Danke. Aber weiter jetzt. So. Ach so. Jetzt kommt Schokolade. Das machen wir kurz, weil das ist Schleichwerbung. Dankeschön. Danke. Ja, wieder was zum Naschen. Dankeschön. So, jetzt muss ich das aber woanders hinlegen. Augenblick. So, aber jetzt, ich habe schon gesehen, da ist noch ein Karton im Karton drin, etwas Größeres. Also da muss ich jetzt dann doch einen Schnitt setzen, weil ich nicht sehen kann, was es ist, gell? Damit ich das auch vernünftig zeigen kann dann. Jetzt habe ich gesehen, jetzt haben wir hier noch zweimal Süßigkeiten. Klasse, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Gell? Und weiter. Ich muss jetzt doch. Ja, jetzt ist noch. Also, jetzt gibt es einen kurzen Schnitt, weil jetzt ist da noch ein Karton drin und da muss ich ja erstmal gucken, was es ist. Bis gleich. Ah, richtig, liebe Freunde. Jetzt kommen ein Haufen Filme in Schutzfolien. Das heißt, ohne Cases, aber in Schutzfolien. Und das wusste ich schon, richtig? Genau, das wusste ich schon. Ja, es sind nur Filme in Schutzfolien. Also ohne die Cases. Und ihr wisst es ja, auf meinem Kanal geht es ja in
um die Filme an sich, um die Review, um die Unterhaltung. Und so geht das auch, gell? Und die Filme zeige ich euch jetzt natürlich auch. Und die sind alle in einer schönen Schutzfolie drin. Als erstes haben wir hier Monster Man. Ja, das ist doch das mit dem Monster Truck, gell? Vielen lieben Dank. Dann haben wir hier, da ist ein Zettel drauf, die Teuflischen. Ah, das ist wohl ein Western. Vielen lieben Dank. Als nächstes, oh, American Rickshaw. Sagt mir nichts. American Rickshaw. Dankeschön. Als nächstes, Contaminator, die Mordmaschine aus der Zukunft. Da bin ich auch gespannt. Dankeschön. Danke. Und als nächstes haben wir hier das Geheimnis der blutigen Lilie. Ja, danke. Ja, ich mache da ein bisschen schneller. Ich habe wirklich Rückenschmerzen, Freunde. Als nächstes der Berserker. Dankeschön. Und als nächstes der Kampfgigant. Oh, wieder irgend so ein Tierhorror, gell? Dankeschön. Als nächstes Roboman. Roboman sagt mir nichts. Dankeschön. Als nächstes Space Truckers. Ah, Space Truckers. Ist das das? Ist das der Film mit der Szene, wo da so ein sprechendes Schwein ist und einem empfiehlt, was am besten schmeckt und so, und das sagt dann irgendwie, ich empfehle heute meine Rippen oder irgendwie so? Ist das der Film? Okay, und als nächstes der Vernichter. Jetzt muss ich auch mal gucken, dass ich mich nicht verlese, denn ich merke es, wenn es um Lesen geht, ich brauche wohl bald eine Lesebrille. Es verschwimmt immer mehr, aber nur, wenn es ums Lesen geht. Ja? Dankeschön. Und der nächste? Der Antichrist? Das Original. Ja, mal sehen. Gell? Danke. Und der nächste? Oh, das sind so viele. Wahnsinn. The Curse. Ja, mal sehen. The Curse. Dankeschön. Und das nächste? Der Tiger von Osaka. Sagt mir nicht. Au! Das muss ich nachher überblenden, ja. Und der nächste? Cobra Force sagt mir auch nichts. Dankeschön. Und der nächste? Wahnsinn. The Devil's Possessed oder irgendwie Possessed. Ich kann kein Englisch, ja, okay. The Devil's Possessed oder wie auch immer. Dankeschön. Sieht aus nach einem Western. Tobi, danke. Und der nächste? Eieiei. La Donna del Lago. Ja, kann ich mir jetzt gerade nichts drunter vorstellen. Dann haben wir noch Destroyers. Dankeschön. Und als nächstes The Church. Vielen lieben Dank. Jetzt haben wir noch
Creepazoids, das sagt mir was. Creepazoids, da bin ich mal gespannt. Wicked Vision, Creepazoids, das sagt mir etwas. Und als nächstes? New Year's Evil. Sagt mir auch etwas vom Titel her. Und als nächstes haben wir Eye of the Tiger. Ja, der Film ging auch so ein bisschen in der Filmcommunity hin und her, haben viele gezeigt. Ja, bin ich mal gespannt, gell? Da sehen wir Gary Busey mal als Helden und nicht als Schurken, gell? Dankeschön. Und der nächste. Oh, Freunde, ich habe Rückenschmerzen. Wahnsinn. Lebendig begraben. Ja gut, da gibt es viele Filme, die so heißen. Ist das der mit Ryan Reynolds? Weil dann habe ich den auch doppelt. Gell? Lebendig begraben, danke. Und als nächstes haben wir Ein Bürger setzt sich zur Wehr. Ja, das klingt auch nach einem Bronzenfilm oder so. Gell? Dankeschön. Und der nächste. Kommissar Mariani zu Tode verurteilt. Oder zum Tode verurteilt. Dankeschön. Danke, Tobi. Danke. So. Und als nächstes, Freunde, ja. Final Game. Oh, da habe ich mal eine Review gesehen. War das bei Slay McGroff? Ich bin mir da nicht mehr so sicher, aber ich meine, ich weiß so ungefähr, um was es da geht. Ja, um so einen Killer auf dem Baseballfeld, gell? Klasse, Final Game. Dankeschön. Ein Slasher, gell? Dann als nächstes, ja, ich hoffe, es gefällt euch auf diese Art, aber es geht ja nicht anders jetzt, gell? Highway to Hell. Ja, kann ich mir auch nichts drunter vorstellen. Gibt bestimmt zig Filme, die so heißen. Aber schön, schön sieht die DVD aus, gell? Und der nächste. Ach, das Pendel und die Schlangengrube, gell? Ja, dann habe ich den jetzt doppelt. Außer jetzt, das ist wieder irgendeine andere neue Version oder so. Dankeschön. Danke. Ach, Wahnsinn. Tobi, Wahnsinn. Also der Tobi, der hat eine Sammlung, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Tower of Evil. Ja, danke. Mal sehen, was das gibt, gell? Dann als nächstes. Jetzt muss ich gucken, ob ich das richtig lesen kann. Sorority Babes in the Slim Ball Bowl-O-Rama. Okay. Ja, wird auch ein Slasher sein oder irgend sowas, gell? Dankeschön. Und der nächste. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn, Tobi. Wahnsinn. Ah, High Noon. Ein absoluter Klassiker des Westerns. Ach, klasse. Habe ich den jetzt auch mal, gell? 12 Uhr mittags. High Noon. Klasse. Dankeschön. Und der nächste. Love and Ach, ich kann kein Englisch. Ja, ihr seht es ja, alle, die Englisch können, die wissen jetzt, was da steht. Aber ich muss es leider sagen, ich spreche kein Englisch. Bevor ich mir jetzt hier was zusammenstottere, ihr seht es, gell? Klasse. Und der nächste. Embryo des Bösen. Dankeschön. Und der nächste. Ja, ist das ein Schlangenhorror? Ihr seht's ja. Das erinnert mich wieder an die Masters. Entweder bei Squeeze oder bei King Hiss. Da ist das auch mit so mehreren Buchstaben. Dankeschön. Und als nächstes. Lizard. Die totale Mutation. Dankeschön. Und der nächste. Oh, Wahnsinn, Tobi, Wahnsinn. Spuren auf dem Mond.
Ja, der Titel klingt aber schon mal bescheuert, wenn ich ehrlich bin. Spuren auf dem Mond. Ja, aber mal gucken, gell? Immer erst schauen, dann urteilen. So. Und der nächste. Scalps. Oh, habe ich auch schon was von gehört, gell? So ein etwas härterer Western ist das wohl. Scalps. Dankeschön. Und jetzt haben wir Viper. Dankeschön. Bin ich auch schon sehr gespannt. Jetzt haben wir die Mörderklinik. Habe ich schon von gehört. Danke. Und wir haben als nächstes Night Ripper. Dankeschön. Und der nächste. Liebe und Tod im Garten der Götter. Ja, das ist auch irgendwie ein Titel, der sagt viel, aber irgendwie auch wieder nichts, gell? Ja, mal sehen, was das gibt. Als nächstes haben wir, das ist wieder was Italienisches, Orgie des Todes. Ja, wohl ein Giallo wieder, gell? Dann haben wir wieder was, wird ein Giallo sein, das sieht man auch irgendwie gleich, gell? The Last Shot. Dankeschön. Und als nächstes haben wir wieder ein Giallo, nehme ich an. Bei Italienisch komme ich gleich auf Giallo. Too beautiful to die. Ja, danke. Der nächste. Frankensteins Fluch. Ja, gut, den habe ich jetzt, meine ich, doppelt, gell? Den habe ich in einem, ich glaube sogar in einem Snapper-Case, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Frankensteins Fluch. Aber das sind ja dann die perfekten Ersatz-DVDs. Wenn die andere mal kaputt geht, das passt ja wunderbar. Die Case ist ja dann schon mal vorhanden. So, als nächstes. Shaka, Bestie der Tiefe. Aha, klasse, Shaka. Shaka, du schaffst es. Ja, die Älteren wissen jetzt, wie das gemeint ist, gell? So, und der nächste. Dracula braucht frisches Blut. Ja, den werde ich jetzt wohl auch doppelt haben, aber dann ist das ja die perfekte Ersatz-DVD. Dankeschön. Und der nächste. Oh, der sagt mir jetzt erst einmal nichts. Tulpa, Dämonen der Begierde. So, und ich muss vorher immer auf den Bildschirm gucken und nicht nur auf die DVD, dann sehe ich auch selber, was ich in die Kamera halte, gell? Tulpa, Dämonen der Begierde. Und der nächste. Ja, ihr seht selbst. Ach, Dark Waters, okay. Oh, sehr schön gestaltet, aber. Die DVD ist sehr schön gestaltet. Dark Waters. Dankeschön. Und nächster. Django, sein Gesangbuch war der Colt. Klasse. Tobi, Dankeschön. Ab 18. Oh, da geht's aber ab dann. Gell? Ja gut, wenn das so ist wie bei Kopfgeld für einen Killer, da wegen einer Szene ab 18. Naja, gut. Okay. Oh, jetzt kommen wir zu etwas, den habe ich im Snapper Case, aber ein fantastischer Ersatz. Falling Down. Ein ganz normaler Tag. Jawohl, ein Klassiker von Michael Douglas, gell? Und das ist ein toller Ersatz, weil den Film habe ich im Snapper Case. Klasse, Dankeschön. Und der nächste? Ja, das geht eine Weile, Freunde. Haus der Peitschen. Ach, wieder etwas schönes Altes, gell? Klasse. Und wenn er mal hin und wieder das Bild unscharf wird, dann ist das aus meiner Schusseligkeit, weil ich nicht auf den Bildschirm gucke, sondern auf die DVD. Ja, also wenn er mal ein Film unscharf drauf ist, dann ist es meine Schuld und nicht die Schuld des Fokus. So.
Und weiter. Was haben wir hier? Der Gehetzte der Sierra Madre. Lee Van Cleef, gell? Oder, ja. Klasse, den kennt man ja auch von der Klapperschlange zum Beispiel oder von der Serie Kung Fu, gell? Ah, klasse, dankeschön. Und der nächste. Jetzt kommt wieder was, da ist ein Zettel drauf. Kann ich ja nichts machen, gell? Alien, die Saat des Grauens kehrt zurück. Dankeschön. Und der nächste. Oh, Freunde, das ist so viel. Tobi, Wahnsinn. Die Grausamen. Die Grausamen. Ja, sag mir nichts, mal sehen. Ja? So, das kann man eigentlich zur Seite tun. So. Und als nächstes. Night of the Bloody Apes. Oh, das ist ja mal, was das wohl gibt. Also das wird ja Trash sein, wie es nur Trash sein kann. Gell? Night of the Apes. Dankeschön. Und der nächste. Dead of Winter. Gell, und immer dran denken, die sind ja alle in so Schutzfolien, wenn es mal spiegelt oder so. Dead of Winter. Dankeschön. Und der nächste. Was haben wir hier? Abracadabra. Dankeschön. Und der nächste. Das Geheimnis der grünen Stecknadel. Danke. Und der nächste. Vom Satan gezeugt. Aber wie schön gestaltet die DVDs teilweise sind, gell? Dankeschön. Und dann haben wir hier Nameless. Nicht das Label, Nameless der Film. Total Terminator. Dankeschön. Ah, das klingt schon so nach so einem schönen 80er Jahre Knaller, gell? So, boah. Der nächste. Haus der Todsünden. Haus der Todsünden. Dankeschön. Dead Alive. Nicht Braindead, nein. Dead Alive. Dankeschön. Und als nächstes. Wo steht das? Next of Kin. Aha. Dankeschön. Und der nächste. The Flesh and Blood Show. Ja. The Flesh and Blood Show. Dankeschön. Und der nächste. Frightmare. Wicked Vision. Danke. Dann als nächstes. Night of the Demons. Ja. Dann haben wir The Retrievers zum Töten. Was? Abgerichtet. Oh Mensch, ich brauche eine Brille. Jawohl, danke. Dann Return of the Street Fighter. Dankeschön. Dann haben wir als nächstes das Rätsel des silbernen Halbmonds.
Dankeschön. Dann haben wir als nächstes Giallo a Venezia. Dann haben wir, sehe ich schon, einen weiteren Street Fighter Film wohl. The Street Fighter's Last Revenge. Dankeschön. Dann haben wir The Street Fighter. Okay, da habe ich wohl jetzt irgendeinen Action-Franchise. Wa? Dankeschön. Oh. So, jetzt kommen wir zu Maniac Driver. Das schreit nach 80er-Jahres-Slasher. Klasse. Als nächstes haben wir Der Mann aus Virginia. Danke. Dann haben wir als nächstes Von Mann zu Mann. Klingt wie ein Rammstein-Titel. Wir haben, ach, Paul Newman, jetzt erkenne ich ihn. Klasse. Ja, Paul Newman war auch einer der ganz Großen, gell? Und als nächstes. Aua, mein Rücken. Friedhof ohne Kreuze. Dankeschön. So, als nächstes. Da steht's. Verflucht zum Töten. Verflucht zum Töten. Danke. Als dann haben wir Voice from Beyond. Das ist wohl Lovecraft. Irgendwie denkt man bei sowas automatisch mal an Lovecraft. Gell? Wenn da so ein Begriff wie Beyond kommt oder so, denkt man gleich an Lovecraft. Aber es gibt ja auch noch andere Herrschaften. Ja? So, Dankeschön. Als nächstes Vice Squad. Dann jetzt stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123. Dann haben wir Zeuge des Wahnsinns. Dann haben wir Alien, das Alien aus der Tiefe. Dann haben wir die Folterkammer des Vampires. Dann haben wir Ghost House. Ja, mal sehen. Dann haben wir Satan ohne Gesicht. Diese DVD hat auch gerade kein Gesicht. Dann haben wir Lady Dracula. Dann haben wir Die Eiserne Rose. Meine ich, habe ich auch schon, aber ist ja dann eine tolle Ersatzscheibe. Dann haben wir Nosferatu in Venedig. Klingt wie ein John Sinclair-Titel. Muss ich wieder was drüber machen? Dann haben wir Fireflash Uncut. Habe ich auch noch nie von gehört. Fireflash, was ist das denn? Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ist das so ein Fantasy-Zeug? Gell? Dann haben wir Das Antlitz des Todes. Auch sehr schön, Mensch.
Dankeschön. Dann haben wir die Undertaker, ja, das ist doch mit Frank Zito, gell? Also dem Maniac. Ich meine, wie heißt jetzt der Schauspieler in echt? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Gell? Hier mit dem Maniac-Darsteller, gell? Die Undertaker. Der Maniac, also die Filmfigur heißt ja, glaube ich, Frank Zito. Gell? Aber wie heißt jetzt der Schauspieler im echten Leben? Tut mir leid, ich komme nicht drauf. Falls ich es nicht vergesse, gucke ich mal kurz nach und dann blende ich es ein. Gell? So. Dann haben wir Verdammt zu leben, verdammt zu sterben. Boah. Tobi, du bist der helle Wahnsinn, ehrlich. Dann haben wir Männer der Gewalt. Pete Walker, muss ich ehrlich sagen, kenne ich nicht. Pete Walker, danke. Dann haben wir Police Story, zweiter Teil, Uncut, Jackie Chan. Dankeschön. Ich vergesse manchmal auf den Bildschirm zu gucken, anstatt... Ja, ich gucke immer manchmal auf die DVD und sehe nicht, ob und wie ich das Ding in die Kamera halte. Also, wenn es mal hin und wieder unscharf ist, ist meine Schuld, nicht vom Fokus. Police Story, Uncut. Dankeschön. Dann haben wir als nächstes, oh Mann, so viel wieder, The Drunken Master 2. Oh, Tobi, jetzt komme ich dank dir auch mal so ein bisschen so in die Martial Arts Ecke rein, gell? Dankeschön. Wahnsinn, Tobi, Wahnsinn. Und der nächste, da haben wir Der Tod wartet in Venedig. Ist das so Agatha Christie-Zeug? Der Tod wartet in Venedig. Dann haben wir... Ah, oh, Wahnsinn, Mensch. Lady Frankenstein. Oh, der war mal... Ist der so heftig, dass hier so der... Das Ding drauf ist? Ja, dann wird es wohl zu Sachen kommen, wo ich sage, nein, nicht auf meinem Kanal. Ne? Lady Frankenstein. Ja, aber immer erst mal gucken. So. Nächster. Cover Heart. Schöne Action wohl, gell? Dankeschön. Tobi, dass du sowas alles freiwillig hergibst. Wahnsinn. Und wir sind ja hin und wieder auch per E-Mail in Kontakt. Du hast mir ja mal gezeigt, wie deine Sammlung aussieht. Der helle Wahnsinn. Also ich glaube, es gibt nichts, das der Tobi nicht hat. Also ist meine Meinung. Ich glaube, wenn man ihm einen Titel eines Filmes nennt, er sagt, ja, habe ich zumindest schon mal gesehen, kenne ich. Ich glaube, es gibt keinen Film auf diesem Planeten, wo der Tobi noch nie in den Händen gehalten hat oder noch nie gesehen hat. Ist meine Überzeugung. Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Bis ich mal so weit bin wie der Tobi, ach, das ist vielleicht in 10 Jahren mal. Gell? Wahnsinn. So, und der nächste. Fascination. Ja, viel Wicked Vision heute. Donaufilm. Ein deutscher dann, war, oder? Österreichisch. Ja, mal gucken. So. Und der nächste. Nacht der Gejagten. Dankeschön. Der nächste. Licht im Dunkeln. Ja. Der nächste. Boah. Das Geheimnis des Dr. Z. Das ist wahrscheinlich wieder so 60er Jahre Zeug, gell? Dann haben wir eine Jungfrau in den Krallen von Frankenstein. Dann als nächstes. Die Verfluchten. Danke. Dann als nächstes das Grauen aus Schloss Whitley.
Dann als nächstes die lebenden Leichen des Dr. Mabuse. Dann als nächstes, oh Wahnsinn, nachts, wenn Dracula erwacht. Dann als nächstes Tales That Witness Madness. Tales That. Ja. How do you do? Awesome, great, I love Germany. So, und das nächste. True Evil Eyes. Ach, ja, genau, das ist ja, das sind ja diese zwei Kurzgeschichten, gell, von Romero und von Argento. Ja, wenn ich jetzt nicht Blödsinn laber, bin mir jetzt nicht sicher, aber dann habe ich den, glaube ich, auch doppelt, aber das ist dann immerhin eine schöne Ersatzscheibe. Ja. Und der nächste. Oh, nein, ich dachte jetzt schon im Bud Spencer Movie. Was steht da? Ein Halleluja für Spirito Santo. Oh, da ist aber auch was dabei. Da gehen Grüße raus an den lieben Django 1141. Er ist ja großer Western-Fan. Ich denke, er hat, kennt sie alle und er kann mir was dazu sagen. Gell? So. Und der nächste Film. Wahnsinn. Django, nur der Colt war sein Freund. Ja, wenn ich ein bisschen schlecht lese, ich brauche bald eine Lesebrille, ganz ehrlich. Ich bin 45, Freunde, da geht das langsam los mit den Augen. Gell? So, und weiter. So, was ist das? Die Trampler. Was ist das denn? Die Trampler. Ja, mal sehen, was es nicht alles gibt. Wahnsinn. So. Dann haben wir Sie tötete in Ekstase. Ja, Glückwunsch. Können nicht viele von sich behaupten, gell? Und das finde ich toll, dass da hier die Laufzeit draufsteht. Dann weiß man gleich Bescheid. Hat man so viel Zeit, will man so viel Zeit investieren, gell? So, weiter. Und nächste. Paranoia. Ja, das kann wieder alles sein. Klasse. Und der nächste. Ja, das nervt wahrscheinlich, aber ich ziehe es jetzt durch, gell? Im Rausch der Sinne. Ja, okay. Dann, aber ich sehe schon den Boden, liebe Freunde. So, was haben wir hier? Meatball Machine. Ach, irgendwas Japanisches oder so? Oder bin ich jetzt... Nee. Ja, mal sehen. The Meatball Machine. So. Und der nächste. Der schöne Körper der Deborah. Das ist wohl wieder ein Giallo, gell? Mensch, das ist doch das... Ist das nicht das Fantastische an unserem Hobby, liebe Freunde? Es gibt unzählige Filme, unzählige Genres, unzählige alte Sachen, aktuelle Sachen und auch zukünftige Sachen. Ist es nicht fantastisch? Ja, über das... zukünftige Kino lässt sich trefflich streiten, aber auch da gibt es ja hin und wieder mal erfrischende Ausnahmen, gell? Wir wollen ja nicht alles verteufeln. So, und der nächste. Ja, das Haus mit dem dunklen Keller, ja, ist das wieder für den Titel? Ja gut, oh, das ist härtere Kost. Ja, dann sollen wir halt YouTube das ab 18 stellen. Who cares the shit? So. Und weiter. So, jetzt habe ich doch einmal Englisch gesprochen, wa? Draculas große Liebe. Das sagt mir jetzt noch nichts. Aber sieht eher aus wie eine Komödie, so ein bisschen. Mensch, was es nicht alles gibt, Freunde. Freunde, Wahnsinn. So. Der nächste. Spasmo. Oh, das ist wieder was für Trolle. Dann. Und der nächste. Ja, dann kann ich jetzt doch, da steht's. Body Puzzle. Auch sehr schön gestaltet.
Body passen. Danke. Und der nächste. Der Werwolf und der Yeti. Oh Gottes Willen. Was es nicht alles gibt, Freunde. Was es nicht alles gibt. So, jetzt guck mal auf die Kamera. Mein Freund, dann siehst du auch, ob das Zeug scharf oder unscharf ist. Unfassbar. Gut. Und der nächste. Oh, Freunde, Freunde, Freunde. Die Nacht des Exorzisten sagt mir auch nichts. Klasse. Wahnsinn. Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. So, was haben wir jetzt? Karneval der Bestien. Ja. So. Blue Eyes of the Broken Doll. Oh wei, sagt mir auch nichts, aber schönes Cover. Dankeschön. Au! Ja, liebe Freunde, da ist mein kleines Malheur passiert und das hoffe ich, dass das mein Smartphone überstanden hat. Ihr habt es gesehen, ein kleiner Fauxpas. Weiter geht's. The Machine Girl. Ja, dann machen wir es jetzt anders, dann komme ich nicht mehr dagegen. So. Und als nächstes The Machine Girl 2. Und als nächstes Bloody Chainsaw Girl. Oh Mann. Ja, ich hoffe, dass mein Smartphone jetzt keinen Schaden davon genommen hat. Ja gut, da muss man halt neuen. Das nächste Sexual Terror der entfesselten Vampire. Und der nächste Bloody New Year. Als nächstes Interceptor. Als nächstes, was ist das jetzt? Shadow Chaser. Dankeschön. Als nächstes die nackten Vampire. Oh, oh. Als nächstes Dienerinnen des Satans. Als nächstes haben wir die Schwestern des Bösen. Als nächstes die Unzertrennlichen. Ui, ab 18, das wird dann ein bisschen härter gehen. Jeremy Irons, habe ich gerade erkannt. Dann haben wir hier Videodrome. Oh, den habe ich noch nie gesehen. Das ist doch der mit James Woods, gell? Da bin ich mal gespannt. Als nächstes die Schlange im Regenbogen. Ja, den habe ich jetzt definitiv doppelt, aber das ist ja dann ein schöner Ersatz. Als nächstes Planet des Schreckens. Jawohl. Dann haben wir die Insel der Ungeheuer. Sehr schön. Dann haben wir als nächstes Dream Home. Wahnsinn. So. So, The Untold Story. Ja, da sieht man gleich, in welche Richtung das wohl wieder geht, gell? Fleisch ist sein Gemüse. So. Dann als nächstes Crying Freeman.
Warum weint er denn? Na, okay, jetzt wollen wir mal hier nicht zu albern werden, gell? Crying Freeman, Dankeschön. Aber ich bin jetzt gerade wütend über mein Missgeschick, ja? Ich meine, für euch gab es ja nur einen Schnitt, aber jeder, der einen YouTube-Kanal betreibt, der achtet auf sein Smartphone. Wenn er denn ein Smartphone benutzt, achtet er ganz penibel. Und jetzt ist es mir doch einmal da kurz vorm Stativ geknallt. Und man hofft natürlich, dass nichts passiert ist, gell? Aber ich merke es ja jetzt, Video, das Aufnehmen, das geht ja noch. Das ist schon mal das Wichtigste. So. Okay, und der nächste. So. Projekt Wolf Hunting. Ach, das ist doch dieser koreanische, gell? Danke. Dann als nächstes haben wir Edge of the Axe. Ach, den habe ich erst vor kurzem. Boah, bei wem war das? War das beim Movie Picker? Hat er den Film da vorgestellt kurz? Edge of the Axe? Aber bei wem war das jetzt? Ich schaue ja immer so viele. War das beim Movie Picker? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber erst gestern oder vorgestern hat einer meiner lieben Freunde da diesen Film in die Kamera gehalten. Edge of the Axe. Ah, Dankeschön. Okay, weiter. So, Joshua Tree. Oh, Dolph Lundgren. Danke. Nächster. Examen. Nächster. Curtains. Ist das Shelley Duvall? Curtains. Danke. Sagt mir auch nichts. Mensch, was es für Filme gibt. Dann als nächstes Sorority Row. Schön bis in den Tod. Sagt mir auch nichts. Und guck auf die Kamera, Menschenskinder. So. Weiter. Ich freue mich zu sehr. Da komme ich ein bisschen in die Spinnerei. Strange Behavior. Ja, mal sehen, was das ist, gell? So. Und ja, den habe ich jetzt doppelt, aber ein toller Ersatz-DVD. Da werde ich dann mir auch mal die Zeit am Wochenende nehmen. Also jetzt am nächsten Wochenende mal gucken, welche hast du. Und dann tue ich die doppelten besonders weglegen. Klasse. So. Dann haben wir als nächstes Dr. Giggles. Ach geil, ja, den habe ich sogar einmal gesehen. Damals in der Teenagerzeit. Dr. Giggles. Ja, Wahnsinn, ja. Klasse. Ja. Dann haben wir hier der irgendwas, ihr seht's ja. Ist das wieder so mit so bösartigen Teenies? Und der nächste. Rebecca, ist das Hitchcock? Ja, da steht's doch, du Idiot. Alfred Hitchcock, ja. Klasse. So. Und der nächste. Stadt der Toten. Wahnsinn. So. Und der nächste. Sie nannten ihn Stick. Sagt mir auch nichts. So. Der nächste. Faceless. Ein Jazz-Franco-Film. Ah, okay, dann weiß man schon so ungefähr, in welche Richtung das geht, gell? Dann haben wir als nächstes Mütterlich wird das wohl auf Deutsch heißen, gell? Bin mal gespannt. So. Dann haben wir als nächstes Triggered. Ja. Science Fiction wohl, gell?
Dann haben wir als nächstes Insel der Verdammten. Dann haben wir als nächstes Slaughter. Dann haben wir als nächstes Die Nacht des Todes. Dann haben wir als nächstes Todeskreislibelle. Sagt mir auch nichts. Dann als nächstes 7 Jungfrauen für den Teufel. Ich meine, den habe ich dann jetzt auch doppelt. Dann als nächstes Frankenhooker. Ach, da, geil. Jetzt habe ich den auch. Toll. Frankenhooker. Oh, da bin ich auch schon gespannt drauf. Dann als nächstes Bloody Chainsaw Girl Returns. Guck auf die Kamera, Freund. Ja? Gut, war einigermaßen scharf drauf. So, dann als nächstes, meine Güte, gell? Ja, Vampire Girl versus Frankenstein Girl. Ja, oh mein Gott. Da kann man sich schon denken, was das gibt. Aber erstmal schauen, dann urteilen, ja? So. Und wieder was Asiatisches. Mutant Girls. Ja, das sind ja, glaube ich, so diese ganz harten Sachen da, gell? Splatter-Zeug. So. Dann als nächstes Ultra Force Hong Kong Cop. Dankeschön. Dann haben wir Invasion. Warum mache ich den jetzt auf Englisch? Invasion der Blutfarmer. Meine Güte, klasse. Ja, ist das. Ja, mal sehen. Danke. So. Edge of Sanity. Dankeschön. Madman. Dankeschön. Dann haben wir The Slumber Party Massacre. Den habe ich, meine ich, jetzt auch doppelt, aber eine schöne Ersatz-DVD. Und wie gesagt, die Mühe werde ich mir mal machen, wenn ich frei habe. Am Wochenende natürlich immer. Da werde ich mal gucken. Die Ersatzdinger, die tue ich extra dann auch mit rein in die entsprechende Hülle. Ja? So. Dann haben wir Slumber Party Massacre 2. Dann haben wir Das Haus der Angst. Und bald haben wir es. Dann haben wir hier Slumber Party Massacre. Die Neuverfilmung, wie es ausschaut. Dann haben wir hier The Last Fighter. Sagt mir nichts. Dann haben wir als nächstes die sieben, das kann ich jetzt nicht mehr lesen von dem Licht her, die sieben Sünden der, ja, ihr seht es selber. Freunde, ihr seht es selber, ich brauche eine Lesebrille, tut mir echt leid. Irgendwas mit Sünden. Dankeschön. Dann haben wir als nächstes die Todeskralle des grausamen Wolfes. Dann haben wir als nächstes Ultra Force 2 in the Line of Duty. Dann als nächstes Im Bann des Kalifen.
auf die Kamera gucken, wie oft muss ich es noch sagen? Okay, ab 6. Ja, dann wird es nicht so wild sein. So. Dann hier als nächstes. Sador. Herrscher im Weltraum. Danke. So. Dann als nächstes. Der Dämon und die Jungfrau. Oh. Mein Gott. Dann haben wir als nächstes Albträume. Alles klar. So. Dann. Oh, jetzt kommt was ganz Wildes. Sindbad. Und das sieht man nicht so. Da ist das hoffentlich einer von den Ray Harryhausen-Dingern. Dann ist das toll. Irgendwelche neueren Sachen da. Sindbad, das ist mir zu. Ja, zu uncool dann irgendwo. Aber wenn das was von Harryhausen ist, dann ja, dann immer her damit. Ansonsten eher nee. Ja? So, und das nächste ist die sieben Pranken des Satans. Klasse. Dann als nächstes kann ich jetzt echt nicht lesen. Jetzt haben wir es aber bald, Freunde. Dann der Mann mit der Todeskralle, Bruce Lee, ja natürlich. Klasse. Uncut. Dankeschön. Dann haben wir als nächstes. Ja, gut, dass da jetzt der Aufkleber drüber ist. Die anderen Sachen, die ich versehentlich in die Kamera gehalten habe, die sind ja gezeichnet. Und mir ist das wirklich egal, ob YouTube das, was YouTube daraus macht, ehrlich. So. Und weiter. Das nächste. Makaber. Makabre. Ja. Dankeschön. Ja, wenn das von Dragon ist, dann ist das wieder die etwas härtere Gangart, gell? So. Jetzt haben wir es aber bald, gell? Todesparty 3. Danke. Dann als nächstes die Mumie des Pharao. Dann, The Suckling. The Suckling, das ist ja der Wahnsinn. Endlich habe ich den. The Suckling. Oh, den werde ich mir mal gesondert rauslegen. Weil das ist einer meiner allerersten, ja, da kann ich mich dran erinnern, wie ich damals die VHS-Kassette mir angeschaut habe. Und ich habe mich nicht, da war ich halt eben noch jünger, und da habe ich mich nicht getraut, den Film reinzulegen, aufgrund allein der Bilder. Ja? So Horror-Babys und so, das hat mich schon immer irgendwie gegruselt. Ah, klasse, den werde ich mir gesondert, den legen wir hier hin. Moment, den lege ich gleich besonders irgendwo hin. Ja, so. Dann kommt er mir nicht weg. So, der nächste. The Initation. Ja. Der nächste. Pig Farm Massaker. Oh, da ist auch wieder so ein Kaventsmann als Killer. Ne? Dankeschön. So, der nächste. Blutmesse für den Teufel. Dankeschön. Dann haben wir noch, und das haben wir es wirklich bald hoffentlich, Mosquito der Schänder. Dankeschön. Dann haben wir hier noch Tourist Trap. Danke. Dann haben wir, was ist das? Guck auf die Kamera. Gänsehaut Horrorhaus. Ja, da bin ich mal gespannt. So. Dann haben wir noch. Ah ja, den habe ich jetzt auf alle Fälle doppelt. Schöne Ersatz-DVD. Ja. Snails, Schnecken. Ne? So.
Oh, Wahnsinn. Dann haben wir als nächstes Bloody Birthday. Ja. Dann haben wir als nächstes Insel des Schreckens. Wahnsinn. So. Dann haben wir als nächstes Horror High. Oh, auch schon viel. Return to Horror High. Ja. So, aufpassen. Jetzt ist mir da. Nicht, dass das mir nochmal hinfällt. Hellgate. Ah, haben wir auch schon von gehört. Danke. So, und jetzt haben wir es gleich, Freunde. Noch eins, zwei, drei, noch fünf Stück. Dann haben wir es gepackt. So. Dann haben wir hier die Mafia Story. Okay. Irgendwie auch ein nichtssagender Titel so. Dann haben wir Die Rache bin ich. Ja. Jetzt haben wir In the Line of Duty Part 4. Ja. Und dann haben wir noch Blut eines Bullen. Und zu guter Letzt, meine lieben Freunde, und dann haben wir es gepackt, haben wir City Wolf 2, Abrechnung auf Raten. Boah, und das waren alle Filme, meine lieben Freunde. Ja, mein lieber Tobi, vielen lieben Dank für dieses Wahnsinns-Mystery-Paket, mein Freund. Hat mich sehr gefreut. Ich glaube, das größte Mystery-Paket ever, möchte ich sagen. Gell? Vielen lieben Dank. Auch für die Süßigkeiten und für den Brief natürlich genauso. Tobi, danke für die vielen Filme. Gell? Ja, und das war dann auch schon wieder das Video, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas die Zeit vertreiben. Wenn dem so gewesen sein sollte, würde ich mich freuen, wenn wir uns zum nächsten Video wiedersehen und wiederhören würden. Bis dahin verabschiede ich mich von euch und sage Tschüss, bis dann. Ciao. Tschüss.